Liebe Zuhörer und liebe Zuseher, herzlich willkommen zu meinem dritten Video über die Barocktrompete. Wie bei den beiden anderen Videos habe ich zu Anfang die Fanfare gespielt, mit der Gottfried Reiche auf dem Gemälde von Gottlieb Elias Hausmann abgebildet ist. Aber wieder war etwas anders. Dieses Mal habe ich dieses Stück, was eventuell ein Probespielstück war, einen Ton höher gespielt, in D-Dur statt in C-Dur. Und damit sind wir auch schon bei einer der Besonderheiten der Barocktrompete, und das soll das Thema dieses Videos sein. Die Reiche Fanfare beschreibt diese Sache sehr gut. In der hohen Lage, das habt ihr gehört, kann ich eine Melodie spielen, in diesem Fall eine sehr virtuose Melodie, während mir in der tiefen Lage nur wenige Töne zur Verfügung stehen. Das liegt daran, dass man auf der Barocktrompete nur die Töne der Naturtonreihe spielen kann. Ich spiele euch jetzt eine Naturtonreihe auf der Barocktrompete vor, und zwar auf einer Barocktrompete, die keine Grifflöcher, also keine Intonationslöcher hat. In der tiefen Lage, für Fachleute in der dritten Oktave, stehen uns nur wenige Töne zur Verfügung. Auf C-Dur bezogen die Töne C, E, G, B, C. Erst in der vierten Oktave kann man auf der Barocktrompete eine diatonische Tonleiter und damit Melodien spielen. Und das Ganze findet auch nur in einer Tonart statt. Deshalb habe ich die Reiche Fanfare in den ersten beiden Videos in C-Dur und jetzt in einer anderen Tonart, in D-Dur, also einen Ton höher, gespielt. Spiele ich die Naturtöne auf einer lochlosen Barock- oder Naturtrompete, es werden beide Namen verwendet, dann klingen einige dieser Töne für unsere heutigen Ohren unsauber. Ich habe die Naturtonreihe gerade auf einer solchen Trompete ohne Grifflöcher gespielt. Verwende ich eine Barocktrompete mit Grifflöchern, so kann ich diese unsauberen Töne ausgleichen. Wir nennen das in eine bessere Intonation treiben. Aber die Grundeigenschaft, dass man nur in der hohen Lage Melodien spielen kann und dass uns nur eine Tonart zur Verfügung steht, bleibt. Ich spiele jetzt die Naturtonreihe auf einer Barocktrompete mit Löchern. Mit der Technik des Treibens ist es auch möglich, einige Töne außerhalb der Naturtonreihe zu spielen. Es gibt sogar Kollegen, die beherrschen die Technik inzwischen wieder so gut, dass sie auch in der unteren Lage eine Tonleiter spielen können und damit Melodien. Ich spiele euch jetzt auf einer Barocktrompete in C eine G-Dur-Tonleiter vor, indem ich die Töne zwischen G und C ausgleiche. Ich demonstriere euch das jetzt, indem ich zuerst nur die Töne spiele, die auf der Barocktrompete da sind, nämlich G, B und C, und dann das B ausgleiche zum A, das C zum H und dann die Tonleiter bis zum G hochspiele. Die Komponisten des Barock und auch der Klassik hatten sich quasi damit abgefunden, dass die Trompete nur in einer Tonart eingesetzt werden konnte. Die üblichen Stimmungen des Barock waren C und D, auch S und B, seltener E und F. Sehr selten haben sich die Komponisten des Barock an Molltonarten für Trompete gewagt.
Mit Einschränkungen sind manche Töne der G-Moll-Tonleiter für eine C-Trompete spielbar, aber eben nicht alle. Bekannt sind vor allen Dingen die beiden G-Moll-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber und Pavel Josef Wawanowski. Beide waren beim Fürstbischof zu Liechtenstein angestellt, der am Hof zu Kremsier residierte. Bekannt ist aber auch eine sehr schöne Arie von Händel aus dem Oratorium Judas Maccabäus. Ich spiele jetzt den Anfang der G-Moll-Sonate von Wawanowski auf der Trompete mit Intonationslöchern, weil ohne ist es schon extrem schwer, Moll zu spielen. Diese G-Moll-Sonate von Wawanowski ist auch in einer anderen Version ganz besonders. Während der erste und der letzte Teil der Sonate in G-Moll geschrieben ist, ist der Mittelteil in B-Dur geschrieben, einen Ton tiefer, und eine Tonart, die auf der C-Barocktrompete fast nicht spielbar ist. Ich habe da eine Vermutung. Wawanowski war von Hause aus Trompeter, er wusste also, was er schrieb und was auf der Barocktrompete möglich ist. Er hätte für diese Passage durchaus eine B-Barocktrompete nehmen können, also für diese Mittelpassage. Ich mache das in Konzerten auch immer so bei diesem Stück. Das ist dann so, dass ich den ersten Teil auf dieser Trompete spiele und den zweiten Teil, den Mittelteil, auf dieser Trompete. Wie man sehen kann, ist diese Trompete länger und einen Ganzton tiefer gestimmt. Für dieses Umstimmen braucht man nicht unbedingt zwei Trompeten, wie ich es gemacht habe und wie ich es auch in Konzerten immer mache. Es ist einfach leichter, das mit zwei Instrumenten zu spielen. Auf der lochlosen Barocktrompete war das Umstimmen ganz einfach. Man nimmt die Trompete und verlängert das Mundrohr einfach um einen Kringel. Und schon ist das Instrument einen Ton tiefer gestimmt. In der Barockzeit war das Umstimmen der Trompete relativ einfach. Bei den lochlosen Barocktrompeten nimmt man einfach ein Setzstück, eine Verlängerung oder einen Kringel oder auch die Kombination von beidem, um das Instrument tiefer zu stimmen. Bei den heute üblichen Barocktrompeten mit Grifflöchern ist das ein bisschen was anders. Da habe ich verschiedene Stimmbögen. Ich habe hier zwei Bögen. Wie ihr sehen könnt, sind die unterschiedlich lang. Der Unterschied zwischen denen ist genau ein Ganzton. Ich spiele jetzt in schneller Folge, zumindest sieht das dann im Video so aus. In Wirklichkeit brauche ich natürlich immer etwas Pause zum Umstimmen oder besser gesagt zum Umbauen.
Ich spiele jetzt die Stimmung von A bis F, inklusive aller Halbtöne, also 9 Stimmungen. Alle Halbtöne deshalb, weil die kommen auch vor. Es gibt ein Werk von Schumann, das Paradies und Peri, da kommt eine Trompete in Cis vor. Im Hintergrund könnt ihr einen Teil meiner Instrumentensammlung sehen mit einigen Bögen. Ich gehe mit der Kamera jetzt mal näher ran, um euch die Bögen zu zeigen. Auch vor allem könnt ihr dann sehen die unterschiedliche Länge der Bögen. Um euch den Unterschied zwischen den verschiedenen langen Barocktrompeten zu zeigen, halte ich jetzt eine Trompete in A, das ist die längste Trompete, und eine Trompete in F gemeinsam ins Bild. Dieses ist die Trompete in A. Ich muss zurückgehen, damit sie ganz aufs Bild passt. Und das ist die Trompete in F. Wie ihr seht, ist ein sehr großer Unterschied in der Rohrlänge, in der Größe des Instrumentes, und es ist auch für den Spieler ein sehr großer Unterschied, ob ich jetzt eine Rohrlänge von 3 Meter oder mehr habe oder eine Rohrlänge von 2 Meter habe. Das macht sich im Spielen doch sehr bemerkbar. Die Komponisten der Klassik haben sich dann oft so geholfen, dass sie teilweise für jeden Satz ihrer Komposition, ihrer Symphonie, ihrer Oper Trompeten in anderen Stimmungen verwendet haben. Besonders bei Mendelssohn und Schumann ist das der Fall. Von Schumann gibt es ein Werk, in dem er Trompeten in 8 verschiedenen Stimmungen verwendet. Aber auf die Idee, Trompeten in verschiedenen Stimmungen gleichzeitig einzusetzen, kamen die Komponisten wohl erst später. Obwohl das erste Werk, was mir bekannt ist, ist von Wolfgang Amadeus Mozart, ein Divertimento, Köchelverzeichnis 188. In diesem Divertimento setzt Mozart 2 Traversflöten, also Querflöten, 5 Trompeten und 4 Pauken ein. Die 5 Trompeten sind aufgeteilt in 3 C- und 2 D-Trompeten. Die Pauken stehen in G, C und D. A. Durch das Verwenden von verschiedenen Stimmungen hat auch Mozart hier deutlich mehr harmonische Möglichkeiten. Ich spiele euch jetzt den ersten Satz von diesem Divertimento vor. Die Noten dazu könnt ihr im Bild verfolgen. Thank you.
Zum Schluss dieses Videos möchte ich euch noch ein weiteres Stück vorstellen bzw. vorspielen. Ein Quartett für vier Naturtrompeten in drei Stimmungen, zweimal C, eine in D und eine in S. Das Werk stammt von Duvernay, steht in seiner Schule, die im Jahr 1857 veröffentlicht wurde. Duvernay war für die Fachleute unter euch der Lehrer von Arban. In diesem Werk hört man, dass mit Trompeten in verschiedenen Stimmungen dem Komponisten sehr viel mehr harmonische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Nach dieser letzten Musik möchte ich euch kurz einen Ausblick auf das nächste Video geben. Es wird von der Chromatisierung der Trompete handeln, also von dem Übergang der Naturtrompete mit ihrem beschränkten Tonvorrat zur Trompete, auf der man alle Tonarten spielen kann, also der modernen Ventiltrompete. Danke für euer Interesse.